Welche Vorstellung haben wir denn dabei? Meinen wir wirklich, dass irgendeine medizinische Therapie uns auch nur einen Tag länger leben lassen kann, als Gott es vorsieht? Er sieht dich als wertvoll an, auch wenn du nicht mehr viel arbeiten kannst, bist du in den Augen Gottes immer noch wertvoll. So wertvoll, dass Gott auch für einen alten Menschen am Rollator gestorben ist. Heute Nachmittag geht es um ein Thema, was uns wahrscheinlich allen gar nicht so gut gefällt. Es geht nämlich um das Thema Altwerden, Sterben und Tod. Und doch steht uns das ja alle in irgendeiner Weise bevor. Manchmal bei anderen Menschen, unseren Angehörigen, Eltern, Verwandten, die sterben oder alt werden. Manchmal erleben wir das mit, weil wir sie begleiten oder pflegen. Und in vielen Fällen merken wir, das ist nicht unbedingt schön. Viele Menschen, wenn man sie fragt, die wollen schon alt werden, aber nicht alt sein. Sie wollen, wenn sie alt werden, möglichst noch lange im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistlichen Kräfte sein. Da erinnere ich mich an ein Gespräch, das ist vielleicht gerade 3 Wochen her. Ich traf einen Mann aus der Nachbarschaft, den ich so locker kenne, der ist zwischenzeitlich 93. Ich war mit meiner Frau unterwegs, wir hatten einen Spaziergang gemacht und dann hat er uns gefragt, sehe ich schon alt aus? Ja, das hat mich etwas erstaunt, weil ich hätte gesagt, naja gut, mit 93, ja, da sieht man normalerweise alt aus. Also das war jemand, der war ganz in der Krise, dieser Nachbar ist nicht gläubig und für ihn, da zeigt sich so langsam, obwohl er ein Alter erreicht hat, wo die meisten ja schon lange tot sind, er merkt, jetzt kommt langsam auch der Tod auf ihm zu und ihm geht es für 93 Jahre noch relativ gut, aber jetzt kommt da diese Angst, jetzt kommt doch das Alter, ich werde nicht mehr ganz so fit sein wie vorher und was kommt da, diese Ungewissheit, diese Unsicherheit. Und das kennen ja manche Leute auch. Und wer irgendwo mal im Pflegeheim gewesen ist und sieht, da ist der eine auf den Rollator angewiesen, da ist der andere auf den Rollstuhl angewiesen, da ist der nächste dement und kann nicht mehr ganz klar erkennen, wer die Verwandten und Bekannten sind. Ich glaube, den meisten geht es so, da wollen wir nicht unbedingt hinkommen. Das ist ja auch unangenehm. Ist übrigens eine Wahrheit, die Bibel uns ja auch deutlich nennt. Also wenn dann gesagt wird, der Mensch wird 70 und wenn es hochkommt 80 und dann war es viel Mühe und Plage. Oder wenn wir lesen, es kommen einmal die Tage, von denen du wolltest, sie seien nicht da, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass Alter durchaus auch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Und dass das nicht angenehm ist und dass es manchmal Jahre gibt, ja, wo sich einige dann sogar wünschen, doch lieber tot zu sein. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir um mit Altwerden, mit Krankwerden, mit Sterben und auch mit Tod? Die Gesellschaft, in der wir leben, tendiert dahin, das Ganze an den Rand zu drängen. Möglichst wenig darüber zu sprechen, weil es unangenehm ist, weil man das nicht will, weil der Mensch selbstbestimmt sein will, weil er viel erleben und tun will. Und wenn das nicht mehr da ist, dann wird Menschen vermittelt, dann sei das Leben eigentlich auch nichts mehr wert. Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, dann merken wir, sind unterschiedliche Kulturen auch verschieden mit der Frage von Alter und Tod umgegangen. Beispielsweise bei einem Teil der alten Griechen, Sokrates, auch bei einem Teil der Römer, war es so gewesen, dass man den freiwilligen Selbsttod, also die Selbsttötung, als etwas Ideales angesehen hat. Sokrates ist ja dann auch auf Druck des Stadtstaates Athen, sollte sich dann das Leben nehmen, hat das dann auch getan. Und das wird dann ausführlich beschrieben, kann man bis heute noch nachlesen. Und das wird dann als Akt der Selbstbestimmung, also selbstbestimmt in den Tod zu gehen. Für ihn war noch die Alternative, entweder ins Exil zu gehen, also die Stadt zu verlassen, irgendwo aufs Land zu ziehen oder sich das Leben zu nehmen. Und er hat sich dann dafür entschieden. Sein Schüler Aristoteles, der hatte hingegen gesagt, ein Mensch dürfe sich nie das Leben nehmen und auch nicht nehmen lassen, weil er ja nicht nur für sich verantwortlich sei, das würde er vielleicht noch verstehen, sondern weil jeder Mensch ja auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft hat.
Das ist ja immerhin ein wichtiger und interessanter Gedanke, nicht nur ich sterbe für mich, sondern wenn ich sterbe, das betrifft ja auch meine ganze Familie, mein Ehepartner, meine Kinder, die Enkel, die Gemeinde. Also da kann ich auch nicht einfach nur für mich entscheiden, das wäre egoistisch, da würde ich all das ausblenden. Aristoteles, der ja kein Christ war, aber der sieht, dass der Mensch eingebunden ist in die Gemeinschaft und dass der Tod eines Menschen, selbst eines schwachen und alten Menschen, immer ein Verlust für die Gemeinschaft bedeutet auf irgendeiner Ebene. Wenn wir uns verschiedene Völker anschauen, dann gibt es einige indigene Völker, auch einige Indianervölker. Bei denen war es in der Vergangenheit so üblich, alte Menschen auszusetzen. Und auch die alten Briten, also in vorchristlicher Zeit, da war es so, dass es sogar die Verpflichtung war, des ältesten Sohnes in einer Frage von Hungersnot oder sozialer Schwierigkeit die Eltern zu erschlagen. Also Sohnespflicht, Eltern zu töten. Der Gedanke steht dahinter, die Eltern, die alt sind, können produktiv nichts mehr für die Gruppe und Großfamilie beitragen. Und wenn man wenig zu essen hat, ja, dann soll das Essen lieber für die reserviert werden, die jung und stark sind. Und dann werden die Alten getötet. Allerdings, das ist je nachdem, in welcher Bevölkerung wir sind, wird es unterschiedlich gehandhabt. Schauen wir in die Bibel hinein, in das Judentum des Alten Testaments oder auch ins Neue Testament hinein, dann merken wir, dass da das Alter hoch geschätzt wird. Dass da in vielen Stellen davon ausgegangen wird, alte Menschen sollen unterstützt werden, das Leben alter Menschen ist wertvoll, auch wenn wir in einzelnen Stellen sehen, dass da einigen die Augen schwach geworden sind, dass einige keine Körperkraft mehr haben. Aber wir haben keine Stelle irgendwo in der Bibel, wo dann herausgefordert wird, das Leben eines alten Menschen ist nichts mehr wert oder das Leben eines alten Menschen solle beendet werden. Und insofern, da wo der christliche Glaube sich ausgebreitet hat, bei den Germanen, so ab dem 3., 4., 5. Jahrhundert, da ist dann diese Idee, alte Menschen zu entwerten und möglicherweise ihnen sogar noch das Leben zu nehmen, ist immer weiter zurückgegangen. In dem altsächsischen Recht und auch im altgermanischen Recht, da war es noch in den Jahren so 600, 700 nach Christus üblich, dass man den Mord an einem alten Menschen weniger stark bestraft hat als den Mord an einem jungen Menschen. Also hat man eine alte Frau getötet, dann war das weniger schlimm, hat man die weniger beurteilt als eine junge Frau. Weil eine junge Frau, da sagte man, die kann ja noch Kinder bekommen, die kann noch arbeiten, die ist mehr wert. Und da merken wir, da ist ein Denken, was ja für viele Menschen nachvollziehbar logisch ist, was heute auch wieder von Ethikern genannt wird, aber eines, was biblisch nicht richtig stimmt. In der Bibel ist es gleich, du sollst nicht töten, gilt unabhängig davon, ob Mann oder Frau oder alt oder jung, das Leben ist wertvoll, weil es von Gott geschenkt ist. Das ist ja die besondere Argumentation, die dahinter steht. Und wir kennen ja die Aussage, wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also das ist ja neben Wahrheit und Weg, auch Jesus sagt, er ist das Leben. Hier merken wir, es ist eine ganz besondere Aussage, die wir eigentlich gar nicht richtig verstehen können. Denn Leben ist für uns meistens ein Zustand, also jemand ist lebendig oder ist tot. Aber hier sagt Jesus von sich, ich bin das Leben personifiziert. Jetzt könnten wir das so verstehen und müssen es vielleicht auch so verstehen, dass wir überhaupt ja nur leben, weil wir Anteil an Jesus haben. Dass überhaupt auch Menschen, die nicht gläubig sind, nur leben können, nicht aus sich heraus, was sie ja manchmal meinen, sondern dass sie nur leben können, weil Gott ihnen kontinuierlich das Leben erhält. Und genau das ist ja auch die biblische Perspektive. Gott hat den Menschen geschaffen und dann hat er ihm den Odem eingeblasen und dadurch wurde er zu einer lebendigen Seele. Nur der Körper macht den Menschen nicht lebendig, sondern das, was Gott dem Menschen dazu gibt, das macht ihn lebendig. Und genauso ist, wenn er stirbt, dann geht eben das wieder weg, was Gott dem Menschen gegeben hat an Leben. Aber das Leben, auch biologisches, physisches Leben, eng mit Gott verbunden ist, dass es Leben ohne Gott so eigentlich gar nicht gibt, dass er das Leben ist, sagt uns hier Johannes 14, Vers 6 relativ deutlich. Und das ist so eine biblische Perspektive, mit der wir herangehen sollten an das Leben, um das dann richtig einordnen zu können. In der Geschichte der Neuzeit, da hatte dann ab dem 19. Jahrhundert, gab es immer stärker einen atheistischen Einfluss. Und der führte unter anderem auch dazu, dass man sagte, der Mensch soll selbstbestimmt und frei sein. Niemand dürfe ihn zwingen, leben zu müssen.
sondern es sei ein höchster Ausdruck der Autonomie, der Selbstbestimmung, wenn ich auch über mein Todesdatum bestimmen kann. Und das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Unter anderem der sogenannte Monistenbund, eine atheistische Vereinigung, die damals sehr weit verbreitet gewesen war und sich unter anderem auch eingesetzt hat für die Kremation von Verstorbenen. Auch das gab es ja früher im christlichen Bereich nicht, sondern Christen ließen sich bestatten. Und die Idee von atheistischer Seite aus, da von meinem Körper bleibt nichts mehr übrig, der soll verbrannt werden, das war ja eher bei den alten Römern so. Die haben das auch gemacht, aber Christen eigentlich nicht. Ausgehend vom Judentum, da gab es dann eine Ganzkörperbestattung. Und diese Idee, also der Mensch bestimmt über sich, aber auch die Idee der Evolutionstheorie, die ja gesagt hat, dass der Stärkste überlebt und die Schwachen müssen sterben, und damit der Rest überleben kann. Das wäre die Idee der Evolutionstheorie. Also es gibt einen ständigen Kampf ums Überleben und die Schwachen, die bleiben auf der Strecke, damit die Starken überleben können. Und diese Idee, die hatte sich Anfang des 20. Jahrhunderts niedergeschlagen im sogenannten Sozialdarwinismus. Also das heißt, die Lehren Darwins auf das soziale Leben zu übertragen. Und diese Leute waren schon in den 1920er Jahren, also bevor Hitler an die Macht gekommen ist, zum Ergebnis gekommen, dass man bestimmte Menschen das Leben nehmen müsse, um dann die Überlebensfähigkeit des Volkes, also der Bevölkerung und der Starken zu fördern. Damals war schon in Lehrbüchern Aufgaben zu finden, die Erhaltung des Lebens eines Behinderten oder die Erhaltung eines Lebens eines alten Menschen kostet so und so viel Geld. Dann wurde das alles aufgerechnet und dann kam man hinterher auf Millionenbeträge. Und dann wurde gesagt, ja, dieses Geld, das könnte man doch viel besser einsetzen für die Förderung von jungen Familien und in die Ausbildung von Kindern. Und das wäre doch viel effektiver. Also sollte man doch diese Menschen besser töten. Natürlich sanft und liebevoll. Also das heißt, mit einer Todesspritze und Betäubung und so, also dass sie das nicht so stark spüren. Manchmal selbst in kirchlichen Einrichtungen waren dann Leute geneigt, dem zuzustimmen. Es gab dann Diakone in der Kirche, die haben so argumentiert, dass doch die Tötung eines Alten und die Tötung eines Behinderten sei sogar ein Akt der Nächstenliebe. Denn da wurde argumentiert, der alte Mensch leidet, auch der Behinderte leidet. Und wenn ich ihn jetzt töte, mit einer Spritze oder auf anderem Weg, dann verhindere ich ja, dass er weiter leidet. Also das heißt, ich mache seinem Leiden ein Ende. Und das ist ja nur eine gute Tat, denn wir wollen ja nicht, dass Menschen leiden. Und hier merken wir, wie eine Argumentation plötzlich plausibel klingen kann, die im Grunde genommen nichts anderes ist als Mord, wenn wir ehrlich sind. Denn die Tötung eines anderen Menschen, und zwar gleich, ob der nun übereinstimmt damit oder ob es gegen seinen Willen ist, das ist in der Bibel Mord. Also auch wenn einer kommt und sagt, bitte bring mich um und ich töte den, dann ist das biblisch gesehen Mord. Und wird genauso natürlich verboten. Aber hier waren Menschen in der Kirche, die haben das argumentiert und haben sogar gemeint, diejenigen, die die Alten und Behinderten nicht töten, seien jetzt nicht liebevoll, seien rücksichtslos, hätten keine Nächstenliebe. Und diese Idee wurde dann von den Nationalsozialisten aufgegriffen und im großen Maßstab umgesetzt. Es gab dann eine Tötungsaktion, T4 hieß die, wo dann Leute, man hatte schon gesagt, Leute, die taub sind, die sterben besser, weil die für die Gesellschaft nichts bringen. Leute ab einem bestimmten Alter, wenn sie nichts mehr leisten konnten, eigentlich auch. Behinderte in anderer Hinsicht sowieso. Auch Leute mit starker Sehbehinderung auch am besten, damit wir nur die Menschen mit den besten Genen und die Jungen und die Frischen haben und die werden dann eine neue Gesellschaft bilden. Und dann hat man angefangen, Menschen zu töten. Der dann in den 1930er Jahren sich am stärksten dagegen gewehrt hat, war der Friedrich von Bodelschwingh, der damalige Leiter der Bethlischen Anstalten bei Bielefeld. Es waren die größten Behinderteneinrichtungen in Deutschland in der damaligen Zeit. Und der Mann war ein gläubiger Christ und der hatte gesagt, das können wir nicht tun, hatte sich gegen Hitler gestellt, wäre dadurch fast ins Konzentrationslager gekommen. Aber durch seinen beständigen Widerstand hat Hitler die Tötung der Behinderten und der anderen Erbschwachen, wie man das nannte, aufgegeben. Er wollte das dann weiterführen nach dem gewonnenen Krieg, der ja nie gewonnen wurde, aber so war dann der Plan. Und dann, nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs, da war erst einmal die Frage von der Tötung von schwachen Menschen, behinderten Menschen, alten Menschen, da hat keiner mehr drüber gesprochen. Man nannte das dann vorher auch Euthanasie,
was an sich ja schon eine Verkehrung der Sache ist, die man einfach macht. Da heißt es dann nicht, wir töten die Menschen, sondern Euthanasie heißt ja, also Eu ist griechisch für gut und Thanatos ist der Tod, also der gute Tod, so wurde das genannt. Also der böse Tod ist, du stirbst einfach irgendwie und der gute Tod ist, ich nehme dir das Leben, weil du ja alt bist, schwach bist, nicht mehr lebenswert bist. Und das war dann in den 1950er, 60er Jahren vollkommen tabu, keiner hat darüber gesprochen, weil man diesen Missbrauch und diese radikale Umsetzung der Nationalsozialisten noch gut vor Augen hatte. Wusste, wie viele Menschen mit oder gegen ihren Willen oder manchmal den Willen der Angehörigen umgebracht worden sind und dann wollte man damit nichts zu tun haben. Aber umso mehr sich die Menschen von Gott entfernt haben, umso mehr kam dann der Gedanke, wir wollen bestimmen, welches Leben lebenswert ist und welches nicht lebenswert ist. Eine erste Stufe, die Tötung unwerten Lebens, war dann ab den 1960er Jahren. Und zwar damals hat man dafür geworben, für die Abtreibung. Da hat man insbesondere gesagt, ja, es gibt ja junge Frauen, die wurden vergewaltigt und die sind schwanger und denen können wir doch nicht zumuten, ihr Kind auszutragen. Das war das, was man in erster Linie in die Öffentlichkeit gebracht hat, weil man wusste, dass diese Beispiele Emotionen hochkochen lassen. Dass die meisten Leute dann sagen, ja, das geht ja nicht und das ist ja fürchterlich und das ist ja schlimm und dieses arme Mädchen. Und das hat dann dazu geführt, dass nach und nach die Abtreibung legalisiert worden ist, wobei die Fälle von jungen, vergewaltigten Mädchen, die dann abtreiben wollen, sind, soweit mir bekannt, weniger als 1% der Abtreibungen. Das heißt, man hat jetzt einen Sachverhalt geschaffen, nämlich Kinder werden im Mutterleib getötet, mit einem Beispiel und einem Argument, was in Wirklichkeit nur einen ganz kleinen Teil der realen Fälle betrifft. Dahinter steht aber eigentlich eine lebensfeindliche Gesinnung von Menschen ohne Gott. Nämlich, mich stört das Leben dieses Babys, was da entsteht. Mich stört das, weil dann kann ich mein Leben nicht mehr so weiterführen wie bisher. Ich müsste darauf Rücksicht nehmen, ich müsste mich um das Kind kümmern oder, und das will ich nicht. Denn die meisten Kinder, die in Deutschland getötet werden, werden dann in Form von sozialer Indikation getötet. Und soziale Indikation heißt, die Mutter will das Kind nicht, weil es nicht in ihren Lebensplan passt. Und da werden dann kleine Babys in frühem Stadium werden als lebensunwert erklärt. Und da ist eine Veränderung im Denken. Plötzlich ist der Arzt nicht mehr nur dafür da, Leben zu retten, sondern er hat auch die Aufgabe, Leben zu beenden. Hier kann man den Embryo nicht selbst fragen, deshalb wird dann die Mutter gefragt. Soll das Kind leben oder nicht? Und die Mutter sagt, nein, dieses Leben will ich nicht, also wird es getötet. Was das Kind damit macht, ist eine andere Sache, das kann er sich ja nicht melden. Und hier merkt man in der heutigen Gesetzgebung noch eine stärkere Ablehnung des Lebens, auch des Behinderten, denn ein Kind, was nicht behindert ist, darf nur in den ersten Lebensmonaten getötet werden. Ein behindertes Kind darf in Deutschland bis kurz vor der Geburt getötet werden, weil es ja behindert ist. Und wenn wir das töten, ja, das ist eben ja nicht so viel wert. Jetzt merken wir, es wieder dieselbe Argumentation dahinter. Da bestimmen wir über den Lebenswert eines Menschen. Die Mutter bestimmt über den Lebenswert ihres Embryos. Die Gesellschaft bestimmt über den Lebenswert eines behinderten Babys, was geboren wird. Und dann sagen wir, nicht lebenswert, das muss sterben. Und das hat sich dann ab den 70er Jahren in ganz Europa, teilweise sogar weltweit, etabliert. Heute empfinden viele das als eine Art Menschenrecht, andere Babys töten zu dürfen. Also da geht es gar nicht mehr darum, noch lange zu überlegen, sondern wenn ich das nicht will, aus Gründen, weil ich dem das Lebensrecht abspreche, dann wird das Leben dort genommen. Und wer einmal anfängt, so zu denken, dann sollten wir uns keine Illusionen machen, dann kommt es irgendwann auch dahin, dass plötzlich andere Gruppen der Bevölkerung auch unter diesem Urteil stehen, dein Leben ist eigentlich nichts mehr wert. Und weil wir in Ländern sind, in denen man Leuten das nicht nur aufdiktiert, ist es dann so, dass man etwas an die Freiwilligkeit appelliert. Und seit den letzten 20, 25 Jahren, da ist in Europa, auch in Nordamerika, sehr stark die Diskussion um die sogenannte Sterbehilfe. Eigentlich ist das auch wieder ein Euphemismus. Also Euphemismus heißt, wir drücken eine böse Sache nett aus. Denn Sterbehilfe bedeutet ja, naja, ich helfe dir beim Sterben, aber eigentlich wird hier nicht geholfen, sondern ein Mensch wird getötet. Aber das hört sich so brutal an, zu sagen, ja, wir töten die alten Menschen im Altenheim oder im Krankenhaus. Also nimmt man einen Begriff, der netter klingt.
Aber ich glaube, wir sollten die Sache beim Namen nennen, was dort passiert. Denn bei der aktiven Sterbehilfe ist es so, dass ein Mensch getötet wird. Ihm werden giftige Substanzen injiziert, dass er stirbt. Und das ist eigentlich nach biblischer Zuordnung ist ein Mord. Sogar in der Bibel ist das noch schlimmer, als wenn du jemanden zufällig tötest. Das gibt es ja im Alten Testament auch. Da die Axt, du haust mit der Axt und da fliegt dann die Axt weg und trifft jemanden, aber du wolltest ihn gar nicht töten. Also das heißt, das passiert leider unversehens. Da gibt es ja in der Bibel den Begriff dann der Tötung, das wird als nicht so schlimm gesehen. Wenn du aber einen Menschen absichtlich tötest, mit Vorsatz tötest, das wird in der Bibel ganz besonders als schlimm angesehen. Warum? Weil Gott ja sagt von Anfang an, er ist der Herr des Lebens. Das haben wir auch schon bei Noah. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Oder die 10 Gebote, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und da merken wir ganz eindeutig, wird da gesagt, ohne irgendwelche Einschränkungen, wenn Gott einen Befehl gibt, wie der Mörder soll getötet werden, ja, dann ist die Tötung legitim. Aber wenn es da keinen Befehl Gottes gibt, was ja im Fall von Behinderten oder alten Menschen nicht der Fall ist und auch nicht von Embryonen, dann gilt hier, du sollst nicht töten an der Stelle. Warum? Weil Gott ist der, der Leben gibt und nur Gott hat die Legitimität, auch Leben wieder zu nehmen. Und da sollten wir darauf achten. Und das gilt dann jetzt auch für diese Diskussion über die sogenannte Sterbehilfe. In Europa ist die Sterbehilfe am längsten etabliert in den Niederlanden. So vor ungefähr 20 Jahren sind dann Gesetze erlassen worden für die Legalisierung von Sterbehilfe. Und seitdem ist das in den Niederlanden die am stärksten wachsende Todesursache. Das heißt, jedes Jahr mehr ältere Menschen entscheiden sich dafür, per Sterbehilfe aus dem Leben zu scheiden. Es gibt in den Niederlanden mehrere Krankenhäuser, wo nichts anderes getan wird, als jeden Tag alte Menschen zu töten. Das heißt, du bekommst einen Termin, du kommst dahin und die Krankenschwestern, die da arbeiten, die Ärzte, die da arbeiten, tun nichts anderes, als jeden Tag Menschen zu töten. Wo wir auch schon merken, ja, ist das nicht eine Pervertierung des ursprünglichen Auftrags, dass man als Krankenschwester oder Arzt Leben erhalten soll oder retten soll? Also ist auch eine psychische, auch eine ethische Belastung derer, die das ausführen. Weil wir brauchen ja irgendjemanden, der das auch macht. Wenn man entscheidet, jetzt will ich sterben, dann beauftrage ich einen anderen. Du musst Leben nehmen, du musst töten. Also nicht nur meine Entscheidung, ich ziehe die anderen damit hinein. Und was ist das für eine Tätigkeit, wenn du abends nach Hause kommst und deinen Kindern erzählst, heute wieder 10 Menschen getötet? Also wie fühlt man sich dabei? Gibt es auch Gewohnheit dafür? Wahrscheinlich. Wir wissen aus dem Zweiten Weltkrieg, da waren manche im Konzentrationslager, die haben Briefe nach Hause geschrieben und dann war das genau so. Die haben dann nach Hause geschrieben, wie viele Leute sie getötet haben und empfanden das als ganz normal, weil die Gesellschaft das ja als gut heißt. Zwischenzeitlich ist selbst gewerbsmäßige Tötung in Deutschland, in der Schweiz erlaubt, also nicht nur in den Niederlanden. Und gewerbsmäßig heißt, das heißt, ich kann eine Firma aufmachen, um Menschen zu töten. Ich biete ihnen eine Tötung als Dienstleistung an. Die bekanntesten Unternehmen, die das tun, sind die in der Schweiz ansässigen, also im deutschsprachigen Bereich, der Schweiz ansässigen Firmen Exit und Dignitas. Mit Tausenden von Unterstützern und Mitgliedern. Und diese Firmen sehen ihren Auftrag darin, dazu zu werben, zu töten. Also je nachdem, wo du wohnst und wie die Krankheit ist, kostet dann eine Tötung zwischen 6.000 bis 10.000 Euro. Also ist durchaus auch ein lukratives Geschäft. Du kannst also mit der Tötung von Menschen Geld verdienen. Aber wenn du die Leute fragst, dann sagen sie, sie machen das natürlich nur, um den Menschen zu helfen. Allerdings müssen wir vor Augen haben, diese Firmen, und das kann man auch im Internet sehen, die haben Internetseiten, in denen sie das bewerben, die haben am Anfang damit angefangen zu sagen, ja, wir müssen doch Menschen sterben lassen, so wurde argumentiert, denen es ja unerträglich schlecht geht, die sowieso kurz vor dem Tod sind. Als Beispiele wurden meistens Menschen genommen, die besonders schlimme Arten von Krebserkrankungen haben, zum Beispiel Gesichtskrebs, keiner wollte die mehr sehen, die Wunden werden immer größer, die Menschen leiden, sie bitten darum, sterben zu dürfen. Die werden als Beispiele genommen, weil man sie in den Medien gut vermarkten kann. Denn bei diesen Menschen, wenn die jemand sieht, hat jeder Mitleid und denkt, ja, ach, lass den doch sterben, ja, wenn der jetzt so viel leidet und keine Perspektive mehr hat. Das war der Anfang, so vor 20 Jahren.
Zwischenzeitlich haben die Sterbehilfeorganisationen gesagt, naja, das gilt nicht nur für die. Offizielle Forderung von Exit und Dignitas ist, jeder Mensch soll in jeder Lebensphase entscheiden dürfen, ob er stirbt oder ob er lebt. In jeder Lebensphase. Wenn ein Jugendlicher aus Liebeskummer sagt, ich will sterben, soll er das Recht bekommen, getötet zu werden. Es gab in Belgien, auch in den Niederlanden, einige Fälle von Jugendlichen, die getötet worden sind, auf ihren Wunsch hin. Das müssen wir eben deutlich vor Augen haben, ähnlich wie bei der Abtreibung, man beginnt mit irgendwelchen dramatischen Fällen, um die Emotionen der Menschen zu gewinnen und in Wirklichkeit weitet sich das hinterher aus, dass diese Extremfälle nur noch ein kleiner Teil sind. Denn zu Recht bei der Sterbehilfe ist ja auch die nicht zu beantwortende Frage, ja wie viele Tage vor dem mutmaßlichen Tod darf ich denn jetzt entscheiden zu sterben? Ein Monat? Warum nicht 5 Wochen oder 6 Wochen? Oder 2 Jahre? Oder was ist denn genau unerträgliches Leiden? Mancher sagt ja, ich leide unter Depression, unerträgliches Leiden. Ein anderer hat einen Autounfall und hat ein Bein verloren und sagt, ich leide unerträglich. Der andere sagt, ich habe einen Ehepartner, der mich dauernd nervt und das ist auch unerträglich. Also wo genau beginnt unerträglich? Wie kann man das messen? Dafür gibt es ja gar keine feste Skala, die man festsetzen könnte. Also beginnt diese Diskussion immer weiter auszuufern und am Ende sagen diese Sterbehilfeorganisationen auch, es darf gar keine Legitimation geben. Jeder soll frei entscheiden und welche Gründe dafür sprechen, ist dann vollkommen egal. Und jetzt sind manche Menschen, die früher für Sterbehilfe gekämpft haben, wird mulmig und schlecht. Und zwar, weil sie denken, ja, das wollten wir doch eigentlich nicht. Wir wollten doch nicht, dass ein Mensch einfach so stirbt. Argumentativ steht da ja hinter, wir wollen den Menschen die Freiheit über Leben und Tod geben. Er soll selbst entscheiden können, ob er lebt oder stirbt. Als Christ müssen wir ja sowieso schon sagen, diese Entscheidung steht uns gar nicht zu, weil die Entscheidung vom Leben bestimmen wir sowieso nicht. Denn Gott hat uns das Leben geschenkt. Da hat keiner von uns da was zu beigetragen. Und genauso sagt die Bibel es auch mit dem Tod und steht nicht zu, beim Tod einzugreifen, sondern Gott nimmt das Leben auch wieder, wenn er es will. Also christlich gesehen ist die Sache, glaube ich, relativ klar. Aber logisch abstrakt gesehen sind auch die Argumente der Sterbehelfer nicht wirklich überzeugend. Denn es ist ja die Frage, wie frei ist denn die Entscheidung, die ein Mensch trifft, zu sterben? Und wir merken ja, dass viele Leute treffen die Entscheidung zu sterben in einer Phase von psychischen Problemen, einer Phase von Labilität im eigenen Leben. Und in dieser Phase entscheidet man ja gar nicht ganz frei. Diese Illusion, die dahinter steht, wir wären total frei, unabhängig von allen äußeren Einflüssen, stimmt ja gar nicht. Da ist vielleicht die alte Frau, die im Pflegeheim ist und dann immer wieder sagen die Eltern, also Oma, du bist eine richtige Last. Und überhaupt dein Häuschen, wer erbt das? Das ganze Geld geht jetzt drauf auf die Pflege und so. Und dass die Oma dann irgendwann einmal sagt, nee, besser dann tötet mich doch, das ist naheliegend. Oder da ist ein anderer alter Mann, der ist im Altenheim und nie besucht ihn jemand. Und dann ist das Wetter nochmal schlecht. In Deutschland 3 Wochen regnet es, 4 Wochen regnet es. Und dann wird er gefragt, ja, willst du besser sterben? Ja, besser sterben. Und dass das so ist, hat eine Studie der Deutschen Hospizstiftung herausgebracht. Die Hospizstiftung wendet sich ja an Menschen, die auch alt und so stark krank sind, dass sie nicht mehr geheilt werden können. Und dann will man sie begleiten auf der Phase des Sterbens mit Medikamenten, psychischer Betreuung, aber eben nicht töten. Und die haben eine Studie in Auftrag gegeben und da wurden alte Menschen, kranke Menschen gefragt, die gerne sterben wollten, warum sie denn sterben wollen. Und dann haben manche gesagt, naja, also ich bin so einsam, ich fühle mich so schwach, ich werde nicht mehr gebraucht. Und dann wurde ihnen gesagt, ja, was ist denn, wenn jetzt mal mehr Besuch kommt? Ja, nee, dann will ich nicht sterben. Was ist denn, wenn sie keine Schmerzen mehr haben? Ja, dann will ich auch nicht sterben. Und dann haben 80% der Menschen, die einen Sterbewunsch geäußert haben, das heißt, die auf der Liste der Sterbehilfeorganisation getötet werden würden, haben gesagt, eigentlich, worunter wir leiden, sind die Bedingungen des Altseins oder Älterwerdens, nicht wirklich sterben zu wollen. Und das sollte uns doch zum Nachdenken bringen. Wäre es dann nicht in einer Gesellschaft besser, einen häufigeren Besuch bei Alten zu organisieren, als sie aus dem Sinn zu schaffen, indem man sie dann tötet? Oder wäre es nicht besser, ihnen zu vermitteln, dass ihr Leben noch einen Sinn und Zweck hat, statt sie uns einfach aus dem Blick zu schaffen? Und ich würde sagen, ja.
Das ist keine ganz freiwillige Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, wo die Gesellschaft immer stärker einen Druck ausübt. Du mit deinem Leben bist nichts wert. Und irgendwann glauben wir selbst, dass wir mit unserem Leben nichts mehr wert sind, weil wir den Maßstäben der Gesellschaft nicht mehr entsprechen. Der Maßstab der Gesellschaft ist, du bist nur etwas wert, wenn du etwas leisten kannst. Oder du bist nur etwas wert, wenn du im Vollbesitz deiner geistigen, körperlichen Kräfte bist. Oder du bist nur etwas wert, wenn du hübsch bist, wenn du jung bist, wenn du etwas erleben kannst, Urlaub, Sport machen kannst. Unsere moderne Gesellschaft vermittelt genau das. Und deshalb denken viele ältere Menschen und behinderte Menschen, ihr Leben sei nichts mehr wert. Aber das kommt nicht aus ihnen heraus, das ist nur ein Spiegel dessen, was die Gesellschaft ihnen vorhält. Die Gesellschaft, die eben sagt, du hast ein Alter, ja, du bist eben nichts mehr wert. Du kannst nicht mehr aufs Festival gehen, du kannst nicht mehr Fahrrad fahren, du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst keinen Urlaub mehr machen. Ja, was ist denn dein Leben noch wert? Und wenn wir das häufiger hören, plötzlich meinen wir selbst, auch unser Leben sei nichts mehr wert. Aber es ist gar nicht unsere Entscheidung, sondern es ist die Prägung der Gesellschaft, die sich dabei widerspiegelt. Und wenn dann noch eine psychische Tief dazu kommt, dann entscheiden wir umso mehr. Also insofern bin ich skeptisch, was diese Frage angeht, wir entscheiden frei. Ich glaube, wir entscheiden gar nicht frei, sondern da betrifft es alte oder schwache Menschen in einer psychischen Krise, die, wenn sie aus der Krise heraus wären, ganz anders entscheiden würden. Die Frage ist ja auch, können und dürfen wir überhaupt eine Entscheidung treffen, die ultimativ ist, die man nicht mehr zurückdrehen kann? Obwohl wir wissen, dass manche Menschen in bestimmten Phasen sich den Tod wünschen, aber 2 Jahre später nicht mehr. Also in der Seelsorge hat vielleicht schon mal jemand mit einem zu tun gehabt, ich ja, einem jung verliebten Mann. Ist verliebt und plötzlich die Beziehung geht auseinander und er ist fürchterliche Liebeskummer und er denkt sich, er wird nie wieder eine Frau finden und das Leben ist zu Ende und am liebsten wird er sterben. Jetzt meldet er sich bei Dignitas und Exit und die sagen, hier ist die Spritze, das war's. Aber alle von uns, die schon etwas älter sind, die wissen, Liebeskummer in den meisten Fällen vergeht auch mit der Zeit. Mancher vielleicht jetzt Jahre später erinnert sich kaum mehr daran, dass er so als 15-, 16-Jähriger mal Liebeskummer gehabt hat. Ist es nicht viel besser, den Jugendlichen vor einer Kurzschlussentscheidung zu schützen, als zu sagen, dein Wille geschehe, also wir töten dich? Es gibt zum Beispiel Untersuchungen bei Menschen, die bei einem Unfall 1 oder 2 Beine verloren haben. So gut wie alle dieser Menschen in den nächsten 2 Jahren haben regelmäßig Selbstmordideen, haben den Eindruck, unser Leben ist nichts mehr wert, weil du kannst plötzlich nicht mehr Auto fahren, du kannst nicht mehr ordentlich laufen, alles läuft anders und du denkst dir, dein ganzes Leben ist vorbei. Aber regelmäßig ist es so, dass die allermeisten dieser Menschen nach etwa Verlauf von 2 Jahren gar nicht mehr sterben wollen, weil dann haben sie sich irgendwie arrangiert, auch mit dem Rollstuhl wohin zu kommen, ihr Leben zu organisieren, zu merken, doch, das Leben hat noch neue sinnvolle Aspekte. Und müssen wir nicht einen Menschen eher jetzt schützen vor einer Entscheidung, von der wir mit ziemlicher Sicherheit statistisch wissen, dass er in 2 Jahren diese Entscheidung nicht mehr treffen würde? Denn wenn einer einmal heute die Entscheidung trifft zu sterben, dann ist die ja endgültig, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Die Entscheidung für deinen Beruf oder deinen Wohnort oder eine Urlaubsreise, die kannst du wieder rückgängig machen. Von daher kann man sagen, gut, entscheide so, im schlimmsten Fall musst du das wieder revidieren. Aber die Entscheidung für den Tod triffst du ein für alle Mal und ist unwiederbringlich. Und deshalb würde ich sagen, diese Entscheidung steht dem Menschen nicht zu, ist auch für ihn nicht gut, und zwar als Christ sowieso nicht, aber auch wenn einer kein Christ ist, sollten wir diese Entscheidung nicht treffen, sie ist für uns zu groß und wir wissen nicht, ob in einer späteren Phase unter anderen Bedingungen wir wieder noch genauso entscheiden würden. Das ist problematisch. Da sollten wir uns nicht unbedingt auf so etwas darauf einlassen, dass die Beeinflussung von außen. Es gibt auch einige Beispiele zwischenzeitlich, die das sehr deutlich vor Augen führen. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat dann mit den Sterbehilfeorganisationen eine Frau mit 65 Jahren in Basel ihr Leben genommen. Und die Frau war vollkommen gesund. Sie ist gerade in Pension gekommen. Und da hat sie vorher, wie das heute ja manchmal üblich ist, bei allen wichtigen Entscheidungen, die man trifft, macht man noch ein kleines Video und stellt das bei sozialen Netzwerken ein. Also hat die Frau, bevor sie dann gestorben ist, in sozialen Netzwerken ein Video eingestellt und hat dann gesagt, ja, ich möchte bei meinen Kindern und Enkel als fitte, gesunde, hübsche Oma in Erinnerung bleiben und nicht als alte Frau am Rollator. Und deshalb besser sterbe ich jetzt,
als wenn ich vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren so krank und alt bin, dass ich nicht mehr gut laufen kann. Ist das auch ein legitimer Grund, sich das Leben zu nehmen? Ja, dann wäre ja die Frage, was sagen wir demjenigen, der vielleicht einen minderen Intelligenzquotienten hat, dessen Leben ist doch dann auch nichts mehr wert. Oder der nicht so hübsch aussieht, der viele Pickel hat und deshalb vielleicht nicht so gut attraktiv angesehen wird. Da sagen wir, nee, dein Leben ist jetzt auch nichts wert. Also besser dann gleich zu beenden. Und da merken wir, da sind ganz viele Vorstellungen in der Gesellschaft, lebenswertes Leben, nichts lebenswertes Leben. Das kommt nicht nur aus dem Mensch heraus. Manchmal, wie bei dieser 65-jährigen Frau, ist das eher der Spiegel, der Anspruch der Gesellschaft, was perfektes und erstrebenswertes Leben angeht. Das ist das, was den Menschen steuert und dazu zur Entscheidung bringt, sich das Leben nehmen zu wollen. Und gerade an diesen Ansprüchen müssen wir doch deutlich sagen, als Christen oder auch einfach nur als Menschen sagen, diese Ansprüche sind doch vollkommen falsch. Das sind Modeansprüche, das ist illusionär, das entspricht dem Menschen doch gar nicht. Das ist auch nicht realitätsnah. Und das, was wir stattdessen eher machen müssen, statt immer mehr heraufzuschrauben, wie ideal das Leben sein muss, wie ideal ein Mensch aussehen muss, um ein Lebensrecht zu haben, sollten wir eher dazu beitragen, für uns und für andere zu vermitteln, worin Lebenswert eigentlich besteht, warum wir leben und dass eben auch ein Leben, was eingeschränkt ist, lebenswert sein kann. Übrigens sind das jetzt nicht nur Menschen irgendwo in der Welt, die vor diesem Problem stehen, sondern auch wir als Christen stehen manchmal vor dem Problem. Gerade als Christen beispielsweise in einer Gemeinde oder Umgebung, die sehr leistungsorientiert ist. An sich bin ich ja durchaus dafür, zu sagen, wir sollen arbeiten, sollen uns einsetzen mit unseren Begabungen, wir sollen nicht faul sein. Wer das aber das Leben lang tut, wer das Leben lang viel arbeitet, kann schnell in den Irrtum kommen, mein Leben ist nur etwas wert, wenn ich diese Arbeit machen kann. Und dann kommt mit Sicherheit im Alter irgendeine Zeit, da kann man weder auf dem Traktor sitzen, noch im Stall, noch im Büro. Die intellektuellen Fähigkeiten lassen nach. Und wenn ich als Christ da meinen Lebenswert festgemacht habe, komme ich auch als Christ ins Zweifeln und wünsche mir ein baldiges Lebensende. Und hier bedeutet es die Vorbereitung auf den weiteren Verlauf des Lebens. Aber auch den Blick auf Gott brauchen wir schon zu der Zeit, wo wir mitten im Arbeitsprozess drin sind, wo wir viel jünger sind, dass wir da vor Augen geführt bekommen, dass der Sinn und auch der Wert unseres Lebens eben nicht in erster Linie in unserer Leistungsfähigkeit besteht. Das ist ja eine ganz weltliche Perspektive. Umso mehr ich leiste, umso wertvoller bin ich. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann haben wir unseren Wert, wie wir es gerade auch im Psalm 139 gelesen haben, weil Gott uns gewollt hat. Weil Gott uns geschaffen hat, weil Gott uns Fähigkeiten, Persönlichkeit gegeben hat, weil Gott uns eine Seele und einen Geist gegeben hat. Und die sind ja immer noch da. Das macht unseren Wert aus. Das heißt, wir sollten nicht erst anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wenn wir todkrank sind oder im Altenheim sind, sondern jetzt schon hier, vorher. Wenn nicht, dann sind wir genauso Kandidaten für eine Sterbehilfe-Werbung, die dann eben genau darauf aufbaut, den Lebenswert wegzunehmen, die Lebensfreude wegzunehmen. Und wenn wir das biblisch betrachten, dann müssen wir sagen, auch in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes, da steht nicht automatisch drin, wie viele Stunden habe ich bei der Arbeit verbracht, wie viele Häuser habe ich gebaut. Sondern wir wissen, vor dem Thron Gottes spielen ja auch ganz andere Sachen eine Rolle. Manche Menschen, die sehr alt und schwach sind, können ja sogar Dinge noch machen. Wir wissen das. Sie beten, sie können manchmal sogar andere ermutigen durch ihre Lebenserfahrung, durch Freundlichkeit. Manche Alte können andere Alte im Altenheim ermutigen. Aber selbst wenn sie das alles nicht mehr können, liegt zum Beispiel auch ein Wert darin, nicht nur auf sie ausgerichtet. Sie sind dann zum Beispiel Menschen, die uns zu guten Taten herausfordern. Vielleicht liegt der Wert einfach darin, sie sind da, damit wir unsere guten Taten, unsere Nächstenliebe, unsere Selbstlosigkeit ausüben, um ihnen beizustehen, bei ihnen zu sein, sie zu besuchen, mit ihnen zu beten, mit ihnen im Rollstuhl spazieren zu gehen. Und es ist etwas Gutes für uns, dass wir lernen, das ist eine wichtige Aufgabe. Wie Jesus doch sagt, wer der Leiter sein will, soll erstmal dem anderen die Füße waschen und dienen. Vielleicht ist das sogar dann ein wichtiger Zweck. Dann ist diese Person da, nicht nur durch irgendwas, nicht mal mehr beten, was sie leisten kann, sondern dafür, dass wir geistliche Tugenden lernen, dass wir Nächstenliebe und Mitgefühl lernen anhand dieser Menschen. Also wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen davon lösen, nur da, wo ich mir ein erfülltes Leben vorstelle, wie die Welt das ja tut, dann ist es erfüllt und lebenswert.
sondern zu sehen, dass Gott mit unserem Leben ganz verschiedene Dinge vorhaben kann und wir immer wieder auch in Krisen kommen können. Aber in diesen Krisen geht es nicht darum, das Leben so schnell wie möglich zu beenden, sondern es geht darum, auch schwierige Phasen mit der Kraft Gottes zu durchleben und zu sehen, dass Gott da auch helfen kann und das Ganze im Sinn zusprechen kann. Leben anfangen zu bewerten, das ist lebenswert, das ist nicht lebenswert, dürfen wir nicht, können wir nicht. Nach welchem Maßstab, bitte sehr, wollten wir denn das auch tun? Gott tut das in der Weise nicht. Für Gott ist das Leben an sich wertvoll, weil er es geschaffen hat, weil es dahinter steht. Und ja, wenn wir es können, sollen wir auch unsere Lebenskraft einsetzen, schon. Aber wenn wir es nicht mehr können, erwartet es Gott oft gar nicht von uns. Manchmal erwarten wir das von uns. Wir stellen einen Maßstab auf, der aber gar nicht dem Maßstab Gottes entspricht. Er erwartet nicht, wenn du im Rollstuhl sitzt, dass du noch draußen auf dem Acker bist und dort arbeitest. Aber wir erwarten das manchmal, weil wir uns solch einen Maßstab aufgebaut haben und dadurch werden wir unglücklich. Und deshalb beginnt die Vorbereitung auf schwierige Lebensphasen eigentlich viel früher. Und natürlich auch ist das eine Frage der Erziehung. Also wenn ich mein Kind zum Fleiß erziehe, ist das eine gute Sache. Wenn ich mein Kind aber dazu erziehe, dein Lebenswert besteht darin, dass du viel leistest und gute Noten hast, dann programmiere ich vor, dass das Kind in psychische Probleme kommt, sobald es jetzt einen Unfall hat oder aus intellektuellen Gründen nicht mehr so gute Leistungen hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr so stark arbeiten kann, vielleicht ohne dass das was dazu kann. Dann tragen wir mit dazu bei, dass Leute in psychische Krisen kommen, weil nicht das Eigentliche, was Gott an dem Menschen schätzt, im Mittelpunkt steht, sondern man spricht von Sekundärtugenden. Also von Dingen, die schon Tugenden sind, aber die nicht eigentlich im Mittelpunkt des Interesses und des Wertes des Menschen stehen. Von daher, glaube ich, müssen wir am Ende dieser Überlegung deutlich sagen, Sterbehilfe wird heute beworben. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie eben auch in Paraguay beworben wird oder durchgesetzt wird. Und meistens geht es in kleinen Stufen. Das ist dann so eine Salamitaktik. Meistens fängt man damit an, indem man dann sagt, naja, wir machen keine aktive Sterbehilfe, sondern passive Sterbehilfe. Das wird dann so gesagt, wir lassen eine Person sterben. Wobei auch da müssen wir immer vorsichtig sein, was bedeutet das genau, sterben lassen? Also jetzt kann ich zum Beispiel sagen, aha, wir haben einen kleinen Säugling, der kann nicht für sich sorgen und dann, ich mache einfach nichts und dann stirbt er. Bist du jetzt schuldig oder nicht, weil du dem nicht zu essen gegeben hast? Ja klar bist du schuldig. Also sterben lassen gibt es in der Bibel so auch nicht. Ja, was ist denn jetzt? Da ist der barmherzige Samariter, der sieht denjenigen, der unter die Räuber gefallen ist. Dann kann er ja auch sagen, auch der ist schon so hin, den lasse ich einfach sterben. Der weiß ja auch nicht, wie das rauskommt, wie viele Knochen gebrochen sind oder ob der einen Herzinfarkt hat. Das, was er erstmal macht, ist, den Auftrag, den er von Gott hat, zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Also hilft er dabei. Nirgends in der Bibel sehen wir, dass wir erst abwägen müssen, lohnt sich da die Hilfe noch? Sollen wir den jetzt sterben lassen? Ja, warum? Einige haben dann heute Angst vor sogenannten lebensverlängernden Maßnahmen. Nun, jetzt müssen wir aber sagen, was ist denn eine lebensverlängernde Maßnahme? Ja, da müssen wir eigentlich sagen, jeder medizinische Eingriff ist eine lebensverlängernde Maßnahme. Hast du einen Herzinfarkt und bekommst Medikamente, lebensverlängernde Maßnahmen. Bekommst du Insulin bei Nierenproblemen, lebensverlängernde Maßnahme. Hast du eine Krebsoperation, ist auch eine lebensverlängernde Maßnahme. Ja, wieso sollen wir das denn nicht tun? Und dann sagen die Leute meistens, naja, das ist nicht, was wir meinen. Ja, was denn? Naja, gemeint ist damit, wenn es keine medizinische Perspektive einer vollständigen Heilung mehr gibt. Ja, aber das ist dann schon problematisch. Ich glaube, hier brauchen wir mehr das biblische Vertrauen. Nämlich, was sagt uns Jesus in der Bergpredigt? Was kann der Mensch zu seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen durch irgendwelche Bemühungen? Antwort, gar nicht. Jetzt sagen einige, ja, aber wenn ich auf der Intensivstation bin, dann Gott sagt, ich soll sterben und der Arzt sagt, ich soll leben und dann bleibe ich am Leben. Oder? Welche Vorstellung haben wir denn dabei? Meinen wir wirklich, dass irgendeine medizinische Therapie uns auch nur einen Tag länger leben lassen kann, als Gott es vorsieht? Also hinter dieser Idee lebensverlängernder Maßnahmen steckt die Idee, der Arzt ist mächtiger als Gott. Gott will uns sterben lassen und der Arzt will uns am Leben lassen. Jetzt setzt der Arzt sich durch. Und das ist tatsächlich eine unheimliche Vorstellung. Gott will uns sterben lassen und es geht nicht. Aber dahinter müssen wir auch die Frage stellen, was ist das für eine Vorstellung von Gott?
Also wir müssen doch fest überzeugt sein, wenn Gott will, dass du auf der Intensivstation stirbst, dann können da noch so viele Ärzte sein. Du kannst an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen sein, vollgeschüttet mit Medikamenten und du wirst sterben. Denn am Ende ist es Gott, der entscheidet. Gerade dieses "Wir wollen keine lebensverlängernden Maßnahmen" ist häufig etwas verkappt dahinter. Wir wollen doch den Tod beschleunigen. Und dafür haben wir in der Bibel eigentlich keine wirkliche Legitimation. Wenn Gott einen Menschen sterben lassen will, dann lässt er ihn sterben. Das sagt einer: Aber Michael, das ist doch lebensverlängernd. Naja, lebensverlängernd ist schon, dass du morgens isst und aufstehst. Sonst würdest du auch sterben. Ja, natürlich ist alles, was wir tun, dient unserem Leben. Und auch Krankheitsbetreuung dient dem Leben. Und auch wenn ein alter Mensch gefüttert wird, dient es damit, dass er länger lebt. Aber bitte sehr, warum sollten wir das nicht tun? Unser Auftrag ist doch in der Bibel, Menschen in Not und auch in Schwächen zu unterstützen und zu helfen. Und natürlich ist das in einer gewissen Weise lebensverlängernd. Aber es wird nur dann erfolgreich sein, wenn Gott es absegnet. Und ich glaube, auch hier sollten wir vorsichtig sein, mit irgendwelchen Argumentationen doch eine direkte oder indirekte Verkürzung des Lebens das Wort zu reden. Denn das alles ist immer der erste Schnitt an der Salami und der zweite kommt mit hundertprozentiger Sicherheit. Das haben wir in den Niederlanden gesehen, in Belgien, in Luxemburg, in Frankreich und in vielen anderen Ländern, in denen die Sterbehilfe etabliert worden ist. Und irgendwann sind wir genau da, was die Sterbehilfeorganisationen wollen. Jeder Mensch zu jeder Zeit seines Lebens, aus jedem Grund, soll sich das Leben nehmen dürfen. Und das ist keine lebenswerte Gesellschaft mehr. Das ist einer, wo ständig der Tod an der nächsten Ecke lauert. Sobald du mal ein Tief hast, eine Depression hast, eine psychische Belastung, einen Unfall, sobald du alt wirst. Und dann bleiben am Ende nur noch die Fröhlichen und Jungen und Topgesunden übrig. Und das ist nicht, wie Gott das will. Gott will eine Gesellschaft, in der die Alten und die Schwachen und die Kranken genauso willkommen sind und genauso wichtig sind wie alle anderen auch. Dass wir uns das nicht wünschen, dass wir darunter leiden, ja, das ist so. Aber Gott hat uns eben auch nicht versprochen, dass das Leben immer nur wunschgemäß und immer nur perfekt läuft, sondern auch die bösen Tage gehören mit dazu und auch in denen will sich Gott bewähren und auch in denen sollen wir wachsen und dabei bleiben. Also deshalb weder die passive Sterbehilfe, schon gar nicht die aktive Sterbehilfe, dass wir eingreifen und das Leben nehmen. Und dann können wir uns auch nicht trösten damit, dass wir den Menschen ja schmerzfrei töten. Ja, also wird in der Bibel in den 10 Geboten Unterschied gemacht. Wenn du jemanden schmerzfrei tötest, ist das in Ordnung. Das ist ein Nein. Töten ist töten. Töten heißt, ich mache etwas oder ich unterlasse bewusst etwas mit dem Ziel, dass jemand stirbt. Und diese Art und Weise des Vorgehens sollte ein Christ nicht haben, sondern wir vertrauen darauf, dass Gott einen Endpunkt setzt und wenn wir die Möglichkeit haben, das Leben eines Menschen zu pflegen, zu unterstützen, seine Schmerzen zu nehmen, seine Krankheiten zu heilen, dann sollten wir das probieren. Dass wir in einer modernen Gesellschaft mit vielen medizinischen Möglichkeiten dadurch manchmal auch in ein Dilemma kommen, dass wir merken, wir helfen dem Menschen und naja, der leidet jetzt auch darunter, das ist so. Nur hier müssen wir sagen, wir können nicht die positiven Seiten der Medizin genießen und die negativen einfach fallen lassen. Das ist wie bei allen Sachen. Wir können schlecht sagen, wir fahren Auto, weil es Spaß macht, aber die ökologischen Probleme, die sind weg. Die sind immer noch da. Egal, was wir machen, wir haben bei all dem Fortschritt. Wir können auch schlecht sagen, wir haben das Internet und nutzen es für Predigten, aber die Betrügereien durchs Internet, ja, die wollen wir nicht. Ja, wie wollen wir die wegmachen? Die sind eben damit verbunden. Und genauso auch mit der modernen Medizin. Ja, manchmal bereitet sie uns auch Leiden. Auf der anderen Seite ermöglicht sie vielen von uns ein angenehmeres Leben. Manche von uns würden deutlich mehr leiden, würde es diese moderne Medizin nicht geben. Und hier müssen wir sagen, das eine bedingt das andere, aber es darf uns nicht dazu führen, dass wir uns aufspielen zu Richtern, welches Leben lebenswert ist und welches nicht, weder für uns noch für den anderen. Wenn wir merken, ein Mensch leidet darunter, dann müssen wir ihm helfen. Helfen, nicht zu sterben, sondern helfen, wieder Mut für das Leben zu bekommen, was Gott offensichtlich noch nicht beenden will, sonst wäre der Mensch ja tot. Und das ist eine wichtige, herausfordernde Aufgabe. Und dann sollten sich Organisationen mehr dafür einsetzen, alte und schwache Lebensmut zu vermitteln, statt sie möglichst schnell zu töten, damit sie uns aus dem Blick sind, damit wir ein angenehmeres Leben weiterführen können. Das ist, glaube ich, keine biblische Perspektive, auch wenn uns das immer stärker in Medien und in Argumentationen vor Augen gemalt wird, unter diesem
dieser Idee Autonomie, Selbstbestimmung, Leiden verhindern. Ja, aber ich verhindere Leid, indem ich jemanden töte. In der Konsequenz würde das ja bedeuten, jetzt habe ich meinetwegen ganz viele Menschen, die leiden ganz schwer in Bangladesch unter Hunger, können sich nie satt essen. Ja, sollte ich jetzt auch entscheiden, ich verhindere ihr Leiden, indem ich sie töte? Der Auftrag des Christen wäre, nein, ich versuche hinzugehen und ihnen zu essen zu geben. Genauso ist hier, egal ob jemand alt, krank, behindert oder depressiv oder sonst wie leidet, unsere Aufgabe ist, aufzubauen, dafür zu beten, dass Gott neuen Lebensmut schenkt, Leute zu pflegen oder zu füttern. Gerade das ist ja im christlichen Bereich entstanden. Nirgends auf der Welt, in keiner anderen Kultur, ist so etwas entstanden, wie wir das mit Krankenpflege, Krankenhäuser kennen, weil das kommt aus christlichem Gedankengut heraus. Ich helfe einem anderen, auch wenn es nicht zu meinem Vorteil ist, weil ich dadurch Gott verherrliche, dem anderen Menschen helfe. Weder im Islam, noch im Buddhismus, noch im Hinduismus ist so etwas entstanden. Diese Länder haben das alles nur aus christlichen Ländern übernommen, die Idee, aber nicht selbst entwickelt. Die Idee von Krankenhäusern, Altenpflege, Leuten, denen es schlecht geht, zu helfen, kommt aus christlichem Gedankengut. Und daran sollten wir festhalten, das ist etwas Besonderes, weil es Leben schätzt, weil es Leben als von Gott gegeben akzeptiert und schützen will. Und das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ein Land und eine Kultur, die immer mehr zu einer Kultur des Todes wird, wo Babys, die man nicht will, getötet werden, Behinderte, die man nicht will, getötet werden, Alte, in denen man vermittelt, dein Leben ist nichts wert, getötet werden, das ist eine Kultur des Todes. Und das, was Jesus uns vermitteln will, ist eine Kultur des Lebens. Dass wir sagen, das Leben ist etwas wert. Und das wird nicht ewig sein, das wissen wir. Aber wir sind nicht legitimiert, hier ein Ende zu setzen, sondern nur Gott ist dabei, ein Ende zu setzen. Dass das nicht immer schön ist, das wissen wir. Deshalb manchmal dürfen wir auch darum bitten, Herr Jesus, führe du. Und wir dürfen sogar bitten, Herr Jesus, lass mich plötzlich mit dem Herzinfarkt im Bett sterben. Und wenn Jesus auf die Frage antwortet, und dann ist es halt so. Und wenn Gott dir aber was anderes zumutet, dann solltest du auch bereit sein, das zu tragen und zu leben, statt selbst einzugreifen, um dem Leben ein Ende zu setzen, sondern immer dabei zu sehen, das ist Gottes Sache und dann mehr danach zu fragen, was wir auch dürfen, Herr Jesus, wo ist jetzt noch das, was in meinem Leben dran ist? Wofür bin ich hier noch? Und dann bin ich überzeugt, wenn wir danach fragen, zeigt Gott das auch. So, deshalb in dieser Diskussion aufpassen, sich nicht was anzumaßen, was nicht in unserer Macht steht. Und freu dich darauf zu schauen, Jesus ist der Herr des Lebens, er hat es uns geschenkt. Es ist wertvoll, nicht durch unsere Leistung, sondern weil es von ihm kommt. Und es wird dann ein Ende finden, wenn er sagt, es ist zu Ende. Und nicht, wenn irgendein anderer Mensch uns das vermitteln will, also den Lebensmut wegnehmen will, sondern dann, wenn er eingreift. Und das heißt auch, für alle jetzt schon, sich darauf vorbereiten und einzustellen, selbst wenn schwere Tage kommen, definiere dich nicht nur über deine Leistung. Sonst wird das ganz schwierig. Sonst denkst du auch selbst, dein Leben ist sinnlos. Sondern beginn mehr und häufiger daran zu denken, der Wert deines Lebens liegt auch und vor allem in erster Linie darin, dass Gott dich gewollt hat, unabhängig von dem, was du heute und morgen tun kannst. Du sollst das tun, ist auch wichtig und ist auch gut. Aber darin liegt nicht der tiefste Wert deines Lebens, sondern der liegt darin, Gott hat dich gewollt als Persönlichkeit, Gott hat dich gewollt als lebendiges Wesen. Er sieht dich als wertvoll an, auch wenn du nicht mehr viel arbeiten kannst, bist du in den Augen Gottes immer noch wertvoll. So wertvoll, dass Gott auch für einen alten Menschen am Rollator gestorben ist. Oder wenn Jesus gestorben ist, ist er doch auch für den alten Menschen gestorben. Also sieht er ihn auch für wertvoll an, dass er gerettet wird, dass er Christ wird. Also eine andere geistliche Perspektive auf Lebenswert zu bekommen, auch wenn es uns schwerfällt. Gerade in einer Gesellschaft, die viel auf Genussfähigkeit oder Leistungsfähigkeit Wert legt. Also den Blick auf Jesus zu haben und von ihm sich zu freuen über das Leben und ihm auch die Entscheidung zu überlassen und sie uns nicht selbst anzueignen für unser Leben oder für andere. Das ist die Herausforderung. Wir können dann auch noch mehr darüber reden. Nachher, wenn nach der zweiten Stunde die Möglichkeit für Diskussion und Fragen besteht.